So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arc Scorched Earth. Wir spielen im Solo und haben schon unseren ersten Leck. Ja, also, ich habe nochmal nachgeguckt, was könnte das gewesen sein, warum das Imprint nicht funktioniert. Und habe festgestellt, ich bin doof. Ja, ich bin wirklich doof. Ich habe das falsch gemacht. Also, ich hoffe, dass das jetzt stimmt, dass ich das nur falsch gemacht habe, weil man muss die Milch nehmen und dann auf die Null ziehen und dann zum Drachen gehen und dann mit E, guck mal, jetzt ist es sogar blau, Fütter Wyvern Milch, um Feuerwyvern es zu trösten. Lern Deutsch. Okay, E drücken, zack, geht, es geht, ich bin einfach nur doof, jawoll. Also, ne? Nicht mit reinlegen und füttern, nein. Auf die Null legen und dann mit E füttern, dann funktioniert das auch. Ja, der Teufel steckt manchmal einfach im Detail. Wie sieht es hier mit unserem Ei aus? So, gucken wir mal hier. Der brütet nicht mehr aus. Das macht er komischerweise immer, wenn ich kurz draußen war und das Spiel neu gestartet habe, dann funktioniert das plötzlich nicht mehr. Nee, fallen lassen. Und, wie sieht's jetzt aus? Da, jetzt wird gebrütet und jetzt läuft der Balken auch. Ich habe nämlich auch die Game-Einstellungen mal überprüft. Ich habe das mal ein bisschen hochgesetzt, damit sich hier auch was tut. Jawohl. Also, sind wir schon wieder ein Eckchen schlauer. Gut, okay. Also, Imprinten funktioniert. Ich habe die Wyvern-Mating-Geschichte-Mod da auch wieder installiert, dass man die züchten kann. Habe ich auch wieder installiert. Weil lag ja nicht da dran. Und nein, es war kein Bug. Der Idiot sitzt meistens vor dem Monitor. Genau. Ja. So ist das. Also konnte ich euch das jetzt auch zeigen. Prima. Dann wird das Ei auch bald ausgebrütet sein. Wie sieht's denn hier mit dem Vogel aus? Wie geht's dir denn eigentlich, Agatha? Du bist ja unser allerliebster Vogel. Wir haben ja auch nur einen. Ich will gar nicht das Inventar öffnen. Ich wollte eigentlich mal drauf hüpfen und mal nachgucken, was der andere Drache da oben macht. Geht nicht. Wieso kann ich die denn jetzt machen? Nein! Aua! So wird es nicht gedacht. Sollen wir unseren Drachen vielleicht mal rausführen? Hey, der wächst ja rasant. Der ist so groß. Nicht, dass er nachher nicht mehr rausgeht. Also so ein paar Türen. Drache. Tür. Drache. Komm mal bitte mit Folgen aktivieren. Und dann setzen wir da ein paar Mauern und gucken, dass es funktioniert, dass du nicht gefressen wirst. Tür, bleib auf. Switch to manual. Komm. Mach mal auf. Jetzt komm mal mit, Drache. Solange wie du noch kannst. Hallo? Kommst du? Boah. Ja, passt noch. Schatzele, du bist so groß geworden. Ich kann dich nicht in dem Haus stehen lassen. Der hat jetzt wieder eine Stunde Zeit. Dann möchte er ein neues mit Imprint. Vielleicht will er ja dann auch wieder Milch. Aber wir wissen ja jetzt, wie es geht. Genau. Das wissen wir jetzt. Du bleibst jetzt hier stehen und ich baue dir eine Mauer. Stopp. Stopp drücken. So, stopp. Dann stellen wir dir den Greystone vielleicht hier vorne hin. Erstmal. Komm mal her. Schatzele, du musst aufpassen. Okay, du passt nicht auf. Ich bin zu schwer. Oh Mann, ey. Was habe ich denn alles im Inventar? Bisschen Leder, bisschen... Stell dir mal nicht so an. Okay. Okay, überredet. War halt doch ein bisschen zu viel für dich. So. Hoppala hopp und los geht's. Jawohl, jetzt geht's auch was. Ja, so. Na, wir kommen da gleich aus der Tür raus. Boah. Ja, du musst auf den Drachen aufpassen. Tut mir furchtbar leid, aber du wirst hier aufpassen müssen. So. Bis ich hier eine Wand stehen habe. Jetzt wird er uns hier schnabuliert.
Mach mal dich mal auf. Nee, nicht passiv. Dein Ziel. Neutral. Wenn was ist, dann greifst du ein, ne? Greystone. Meine Hoffnung ruht auf dir. Was sagt das Ei? Wie weit sind wir da? Ja, hier. Das lasse ich mir doch gefallen. Das ist doch gut. Okay, dann bauen wir jetzt mal gerade ein paar Wände. Wir brauchen Stein. Stein, Stein, Stein. Haben wir da keine Foundation-Dings gelernt? Haben wir nicht? S plus. Nee, Quatsch, oder? Doch, S plus. Stein. Stone. Fence Foundation. Das ist. Fence Foundation. S plus. Wo ist denn die normale? S plus? S plus? S plus? Nö. Achso, Stein. Das ist ja wieder auf Deutsch. Da Steinzaun, Fundament. Stone. S plus Stone. Fence Foundation. Wo ist die jetzt wieder hin? Da. Erlernen. Schließen. Einmal nach oben. Wieder nach unten. So, die brauchen wir. 7? 8? Ja, wahrscheinlich. Und dann ein paar Wände. 16 Stück. Ja. Ja, doch, machen wir. Können wir ja später wieder aufheben. Ist ja nicht so schlimm. War jetzt voll die Verschwendung, aber, ja, ich möchte ja eigentlich hier diese Sachen da bauen aus der Jurassic Smithy. Aber das dauert ja auch eine Weile. Ich denke, wir werden jetzt einfach mal eben kurz den Drachen einmauern. Und dann können wir uns um alles andere kümmern. So, also. Wände holen wir gleich. Und jetzt mauern wir hier mal gerade ein bisschen ein. Ich glaube, 8 Stück reichen nicht. Die reichen nie und nimmer. Im Leben nicht. Naja, okay, 8. Aber wir hatten ja eigentlich genug. Wie groß wirst denn du? Bist du groß? Bist du sehr groß? Wächst der denn jetzt? Ja, der wächst. Okay. Wie groß wirst du? Echt? Will ich das? Ja, will ich. Will ich? Andersrum. So. Und dann stellen wir den darüber in die Ecke. Sit. Ja. Einmal. Muss ja nicht jetzt bis da vorne hin. Na, 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 na. Snap, snap. Danke. Nein. 8. Danke. Snap. Geht das hier bergab? Tatsache. Na. Wir heben das nachher wieder auf. Das gefällt mir jetzt noch nicht, nee. Das müsste aber schon reichen, ne? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der wird größer. Okay. Wir müssen ein paar mehr bauen. Wir hatten ja noch ein paar Steine, glaube ich. Wollten wir so viel Wasser haben? Ich bin mir nicht so sicher, ob mir das jetzt gefällt hier. Ich sehe vor allen Dingen nicht viel. Da ist das Ende vom Zaun. Da. Dahin. Boah, könntest du mal die blöde Knarre weglegen? Ganz ehrlich. Du musst nicht immer so übertreiben. Ja, schön. Schief. Ich will doch nur meinen Drachen schützen. Komm, nicht. Mach mal einfach. Ist egal. Können wir später uns drum kümmern, ob das gut aussieht. Immer so. Können wir eigentlich, ne? Wenn wir schon dabei sind. Bevor hier nachher wieder so eine blöde Katze vorbeikommt.
und unseren Drachen dann angreift. Ich habe keinen Bock, nochmal ein Ei zu holen. Wow. Haben wir uns hier verbaut. Zeit für eine neue Folge Architekt Ark verplant. So. Wände wollten wir. Wände, Wände, Wände. Gib mir mal die Wände her. Dann geht das hier auch weiter. So. Was fehlt ihm denn jetzt eigentlich für die Fans Foundations? Weil die kann ich ja gar nicht mehr bauen. Wieso? Ah, Stroh fehlt dem. Ja, also das ist doch wirklich das kleinste Problem. Herstellen. Pull Resources. Du kannst doch bestimmt noch mehr Stroh holen irgendwo her. Dann nicht die einzigen Strohvorkommen, die wir hier haben. Stroh, bin ich doof? Bin ich blind? Stein, Stroh. Da ist Stroh. Hier, im Fabricator sind noch eine ganze Menge. Hol das mal her. So, und dann machen wir hier nochmal. Düm-ti-düm. So, die nehmen wir auch wieder mit. Wieso drücke ich eigentlich immer auf I, wenn ich das Menü verlassen will? Gute Frage. Wie sieht es denn hier aus? Ach, Hälfte ist rum. Ist gut. Prima. So, jetzt bauen wir hier mal ein paar Wände auf. Dann wissen wir auch, wo wir sind. Die 8. Einmal dahin. Einmal dahin. Und dahin. Und dahin. Das ist ja auf jeden Fall schon mal was, ne? So ein bisschen Schutz wenigstens. Und dann machen wir das noch mit diesem Jurassic Ark Zeug. Mal richtig cool. So. Haben wir noch eine oder nicht mehr? Nee, nicht mehr. Dann müssen wir jetzt die 7 haben. Dann gehen wir wieder zurück. So. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich das aus Stein gebaut habe. Naja. So. Nein, nicht wieder die Knarre in die Hand nehmen. Brauchst du nicht. Wirklich nicht. Die brauchen wir. So. Komm. Komm, komm, komm. Boah, jetzt stell dich doch nicht so an. Hallo. Halt. Dein. So. Ja, passt ja fast. Beinahe. Oder auch nicht. Oh Mann. Ist das grusig. Ja, genau. Trink mal was. Halt. Du da. Mitkommen. Nee, nee, nee. War da noch eine? Ich meine, ja. Da muss noch eine Fans Foundation sein. Da. Nö. Aufheben? Was kann ich denn da aufheben? Habe ich ja Kacke oder was? Ich habe bestimmt Kacke aufgehoben. Fans Foundation. Die sieht er nicht. Wieso sieht er das nicht? Er sieht sie das nicht. Hallo? Da ist doch. Bücken kann ich mich im Wasser nicht. Doch, kann ich. Jetzt komm. Da. Den will ich. Da. Jetzt. Aufheben. So, okay. Dann gehen wir hier nochmal ein Stückchen weiter. Nee, dahin. Genau. Na. Ja, also irgendwie komisch. Wenn ich jetzt hier rüber will. Muss ich doch eigentlich hier wieder so abknicken, ne? Du. So. So. Ja, perfekt. Ey, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ah, das kommt weg. Weg damit. Und passt da noch eine hin und dann haben wir da unseren Vorgarten. So. Dann ist wenigstens der Drache sicher. Halbwegs.
Boah, als hätte ich so geplant, ne? Erstaunlich. Okay. Dahin, 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 dahin. Und die letzte Wand noch dahin. Wunderbar. Hey, kann ich ja fast mit leben. Bisschen komisch, aber okay. Das wird ja alles noch anders, ne? So. Genau, die anderen Wände, dann seid ihr wenigstens einigermaßen sicher. Wo hatte ich die denn? Ach, da oben. Da müssen wir hin. Okay. Nochmal 5 Wände, das sind zu wenig. Stein. Stein, Stein, Stein. Was fehlt? Stein. Pull Resources, du wirst irgendwo Stein haben, bestimmt. QRS und dann ST Stein da. Oh, okay. Wir sind etwas knapp an Steinen. Da haben wir auch noch welche. Reicht immer noch nicht. Noch ein bisschen Sand. Na gut. Also, wir müssen mal wieder ein bisschen farmen. Wir haben ja ein Dödi, ne? Ja. Aber da sind doch noch 100 Steine. Was willst du? Was fehlt denn? Holz. Okay. Pull Resources, Search Resources, Holz. FGH. Nee. Holz? Gibt's hier kein Holz? Doch, da. Unten. Aha, okay. Gut, an Holz haben wir dann auch ein bisschen Mangelware. Aber wir kriegen nochmal 2 Wände. Das müsste mir dann reichen. Das ist okay. Da. Dann haben wir nämlich nochmal 8 Stück. Und dann geht das. Das geht, das geht. Dann haben wir hier so die Schwachstelle zu und dann ist alles gut. Lass die mich da durch. Danke. So, auf der 8. 8 Wände. 1, 2, 3. Machen wir hier noch ein bisschen höher. 4, 5, 6. Und die 7. So, schön ist was anderes. Das steht fest. Aber das, der Zweck heiligt die Mittel. Das ist okay für mich. Ja, der wächst prima. Du kannst schön aufpassen, kannst trotzdem hier bleiben. Alles gut. Und dann besorgen wir jetzt noch ein paar Steine. Was sagt das Ei? Oh, das ist bald fertig. Yay, ich freue mich. Cool, dann bin ich mal gespannt, was da für ein Drache rauskommt. Ich meine, klar, wir wissen ja, es ist ein Blitzdrache, aber ich bin mal auf die Farbe gespannt. Hallo? Tu das nicht. Du wirst hier kaputt gehauen von meinen Süßen. Du trotteliges Viech. Ah, habt ihr schon aufgefressen hier? Keinen Rückstand lassen, nein, alles gut. War was? War was? Dü, die kommen mal ein Stück zurück hier. Warum bist denn du so überladen? Ach so, du hast den ganzen Sand da drin. Waren wir Sandfarmen? Echt? Ohne Mist? Wusste ich gar nicht mehr. Hab schon wieder vergessen. Ich pack dich mal ein bisschen weiter hier ran. Dann können wir dir mal gerade den Sand ausladen. So. Wo brauchen wir denn den Sand? Normalerweise hier, ne? Pull Resources und zwar Sand. Müsste ziemlich am Ende sein, eigentlich Sand, ne? Wenn es wenigstens ganz alphabetisch wäre hier. Sand, Sand. Okay, ich sehe keinen Sand. Leder, Keratin. Seltener Pilz, Rohsalz, Seide, Stein, Stroh. Ich finde keinen Sand. Gibt es keinen Sand zum Pullen? Nee, offenbar nicht. Oder ich bin blind. Ich weiß ja, dass ich wollte ja immer mal eine Brille haben, ne? Aber
Ich brauchte bisher nie eine. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich sehe keine. Komm her. Wir machen das per Hand. Los. Dahin. So. Dazwischen setzen. Gib mal her. Pack mal da rein. So. Und alles schön weg. So. Jetzt brauchen wir ein paar Steine. Ja, also, wir farmen jetzt ein paar Steine. Hol es aber ordentlich was daraus. Da steht mal fest. Laufen kann er noch, ne? Nö, kann er nicht. Dann müssen wir jetzt die Steine so holen. Ja, also zu dem Imprint von dem Drachen, ne? Da gibt es noch mehr zu erzählen. Und zwar werden auch die Stats von dem Drachen dann besser. Also man bekommt da prozentual auf verschiedene Skills dazu. Was willst du denn? Ach so, du hast wieder Angst gehabt, ne? Folgen. Du musst keine Angst haben und es reicht nicht so, dass du deinen Flügel da hinten hast. Das ist nicht gut für dich. Komm, genau, dreh dich mal um und dann ist prima. So, besser. Boah, der wächst wahnsinnig schnell. Wobei diese diese Wachstumsanzeige ja noch nicht so weit ist. Okay. Ja, man bekommt dann auf die Stats, auf die Werte dann noch einen Bonus draufgepackt. Wenn man das Imprint richtig macht und das auf 100% kriegt. Das habe ich beim letzten Mal nicht gesagt. Hatte ich gesagt, ehrlich gesagt, vergessen. Steine wollten nur ausladen, ne? Ich quatsch mich hier um Kopf und Kragen. Ich vergesse immer, was ich tun wollte. So, Select Resources. Stein wird ja wohl hier drin sein. Vielleicht finde ich jetzt auch Sand. Das wäre es doch jetzt. Ne? Da, Sand. Sprach's und fand Sand. Wobei, ich habe den... Kann natürlich sein, dass es beim Mörser nicht drin ist, ne? Gut, also Steine alle. Pull. Dann bauen wir noch ein paar Wände. Weil das gefällt mir so nicht mit der Mauer. Was fehlt denn da jetzt noch? Holz? Ja, wir haben ja gar kein Holz mehr. Hm, okay, wir bauen keine Wände. So viel dann dazu. Was haben wir noch? So, also, weiter geht's. Das Ei ist gleich fertig ausgebrütet. Ich freue mich schon. Was hast denn du sonst noch da eingesammelt? Sand hast du auch noch. Noch mehr Steine. Ah, warte mal, wir geben dir mal ein bisschen Gewicht. Wie wär's denn damit? Hey. Ja, ist gut. Der sich freut. Der hat sich auf den Rücken gedreht. Kann das sein? Es ist schade, dass diese Animation schon abgespielt wird, während man noch in diesem Inventar drin ist. Dann sieht man das nicht so gut. So, was brauchen wir denn? Packen wir den Sand hier rein. Nee, aber die Steine. So. Pull Resources. Da waren doch noch mehr Steine. Wieso hat er die anderen Steine denn nicht gesehen? Stein. Da, Dödi. Hat noch mehr Stein. Pull. So. Okay. Kann ich jetzt hier Sand... Ich hab's ja gesehen, ne? Sand. Kann ich da jetzt Sand reinziehen? Da. Sand. Okay, ich war doch blind. Pull. Dann... Prima. Und dann können wir hier mal Lehm machen. Wir brauchen noch Kaktus-Sepp. Hatten wir, glaube ich, keinen mehr. So, auch wieder sammeln. Boah. So, liebes Ei. Herbst allerliebst. Herz allerliebst. Bisschen brauchst du noch, ne? Aber nimm mal Phil. Das haben wir gleich. Schön. Und der Drache steht da gut. Dem geht's gut. Du hast noch gar keinen Namen, Schatzele. Wie nennen wir dich denn?
Name ändern. Wir nennen dich. Wie nennen wir dich denn? Staub. Sand, Staub, Grau. Staub, Dust. Wir nennen dich das da. Wie den Staubsauger. Genau. Das da. Also das da, ne? Hier. Du musst dann Viehzeugs fressen, schnabulieren, wie ein Staubsauger. Boah, wie das leuchtet. Das ist der Knaller. Das ist echt der Knaller. Ja, ein bisschen noch. Ja, ein bisschen Holz besorgen. Richtig? Komm, wir holen noch ein bisschen Holz. Du kommst erstmal raus. Ich stelle mal dahin. Doch, gut. Da bist du gut gepackt. Haben wir eigentlich einen Thorny Dragon? Wir hatten mal einen, ne? Meine ich mich dunkel daran zu erinnern. Ganz dunkel. Aber im Moment haben wir keinen. Okay. Müssen wir ja, was wir uns besorgen müssen. Soll ich jetzt echt meine Bäume im Vorgarten plündern? Ja gut, aber weit weg kann ich nicht. Nehmen wir die hier. Die wachsen vielleicht nochmal nach. Ich will Holz. Holzi, Holzi, Holz. Jedes Mal, wenn ich Holz hole, muss ich an diesen Song denken. Das ist doch. Oh, Quälerei. Aber mal ehrlich, könnt ihr das verstehen? Versteht ihr das? Könnt ihr das nachvollziehen mit den Preisen, die der Song gewonnen hat? Beziehungsweise die Band mit dem Song? Ich möchte euch ja nicht zu nahe treten, Jungs, aber das ist jetzt nicht so das, was ich unter super Musik verstehe. Bitte seht es mir nach. Ich bin überladen. Wieso bin ich denn jetzt überladen? Och Mann. Ich habe diesen tollen Backpack-Rucksack noch nicht gebaut. Kann man den irgendwo bauen? Diesen Rucksack, den ich mir da als Mod installiert habe. Wo könnte der denn sein? Der müsste ja ziemlich weit unten sein. Lili. Turned. Was ist das denn? Nicht gelernt Solar? Hä? Wie? Geht's noch? Ach, das Ding habe ich ja auch. Avery Dome. Da hätten wir ja eigentlich den Drachen auch einsperren können. Das Ding ist doch groß genug. Jo. Hätte ich mal dran denken können, ne? Aber den Rucksack sehe ich hier nirgendwo. Dass man den irgendwo bauen könnte. Nee, den sehe ich nicht. Ist der vor den S-Plus-Teilen vielleicht? Wobei, das wird mich jetzt wundern. Eco Tree Roundtable. Das ist dann die Pub-Mod hier oben. Das ist alles Pub-Mod. Das ist die Item Sorting System. Metal Round. Das ist die Stairs and Rounded Wall Mod. Gates mit die. Ja, und das ist hier, Original. Nö, sehe ich nicht. Diesen Rucksack. Haben wir den hier drin und wissen es nur nicht? Nee, auch nicht. Okay, also das mit dem Rucksack ist zwar alles schön und gut, aber ich sehe die Sachen nicht. Gut, also das hilft nichts. Wir müssen Holz wegschmeißen. Wie blöd. Sand wegschmeißen. Da Kacke wegschmeißen, das brauche ich auch nicht. Na komm. Gut. Kann ich jetzt weiter? Könnte ich jetzt gehen? Ja. Jetzt geht's. Alles klar. Wir kommen gleich an. Kann sich nur noch um Stunden handeln. In der Zwischenzeit haben dann einige von euch vielleicht schon die Pubertät überwunden. Was trampelt da rum? Habe ich unseren Drachen nicht abgepfiffen? Oh doch, ich weiß, was da rumtrampelt. Na, wisst ihr es auch? Ja? Da ist er. Baby Blitzwyvern. Guckt mal. Yay. Hallo. Name kriegst du später. Hey du. Level 96. Ja, wunderbar. Komm mal mit. Yippie. Oh, ist der süß. Komm mit, komm.
Komm, Schatzele. Komm, Schatzele. Distanzmittel, das funktioniert wieder nicht. Jetzt schleppe ich hier das ganze Holz so durch die Gegend. Schmeißen wir jetzt mal gerade da rein. So viel Geduld habe ich jetzt nicht. So. Yay, unser Drache ist da. Und wenn ich das so sehe, hat er sogar eine schöne Farbe. Hallo? Ändere Folgeabstand von Mitte, von hoch, von höchste. Jetzt ist er niedrig und dann von niedrig auf niedrigste. So. Lüt, komm mit. Komm. Ich wünschte, es wäre Tag. Dann würden wir jetzt sehen, wie du aussiehst. Das nennst du niedrigen Abstand? Guck mal, da ist doch noch ganz viel Platz. Oder du meinst, du bist schon groß. Oh, ist der schön. Ey, das ist ja süß. Komm mal mit. Einmal hier durch die Tür. Oder zumindest ein Stück näher ran. Da. Da ist er. Stopp. Stopp drücken. Dann gucken wir uns mal die Hungeranzeige an. Wie viel hast du? Oh, 780. Ey, was trampelt denn jetzt noch? Was ist hier los? Stopp! Ich habe nicht Folgen gedrückt. Ich habe Stopp gedrückt. Was rennt denn hier rum? Drache? Da oben. Wieso rennst denn du noch rum? Ich habe doch Stopp gedrückt. Oh, was leckt das hier? Ach, wandern, Dick, aktivieren. Ich kriege hier schon voll die Panik. Ich dachte, es wäre jetzt irgendwie Drache gelandet oder so. Aber hier sitzt er ja eigentlich gut, ne? Mensch, ist der hübsch. Guck doch mal. Süß. Süß. Nee, der ist ja mega hübsch, oder? Toll. Was bist denn du, Mädchen oder Junge? Ein Mädchen. Ach, süß. Okay, da bin ich ja mal gespannt, ob man dann auch artenfremd miteinander verpaaren kann mit der neuen Wyvern-Züchtmod. Das dürfte interessant werden. Was sitzt du jetzt da hinten in der Ecke rum? Hast du Angst? Ach, dann bleib ruhig da, ist alles gut. Ja, wir müssen bald Milch besorgen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir hier spielen. Ob wir den Drachen da hinten schon legen können oder ob wir da noch warten müssen. Eigentlich müsste es reichen. Rein theoretisch müsste es reichen. Dann gehen wir nämlich jetzt da oben den Drachen legen. Besorgen uns schon mal Milch für die nächste Fütterungszeit. Wann hast denn du deinen nächsten Imprint? Die nächste Prägung in 36 Minuten. Und wie sieht es mit dem Essen aus? Essen? 2500, also der verhungert uns bis zum St. Nimmerleinstag nicht mehr. Da hätten wir überhaupt gar keine Angst haben müssen. Und bei dir? Du hattest 700 nur, ne? Oder was? Nahrung 891. Ach nee, wir haben ja noch Zeit. Haben wir ja noch Zeit, ganz viel Zeit. So, dann gib mir mal das Holz her. Dann bauen wir noch gerade die Mauer zu Ende. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Ja, ja. Die gefällt mir auch nicht. Vielleicht sollten wir uns die Teile dann doch erschieden. Also nicht die Teile, aber die Baustoffe. Wir hatten ja mal gesagt, bauen. Ja, aber es nützt uns auch nichts. Dann müssen wir die Reichweite wieder verlassen und dann ist der Drache weg. Nee, es bringt uns im Moment nichts. Da haben wir wenigstens was zu tun, wenn wir hier hin und her noch ein bisschen farmen müssen. Das ist ja immerhin was, ne? So, bauen wir mal die Mauer noch auf. So. Ah, hübsche. Da sitzt du prima. So. Dann kommt da jetzt mal Wand drauf. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Du wirst jetzt geköpft, ne? Weiß Bescheid. Der blöd aus der Wäsche hier. Ist überall verstopft alles. Müssen jetzt die Viecher mal umparken hier. Los Katzos.
Hey ihr. Ach, wisst ihr was? Bleibt doch einfach da stehen. Da ist auch noch unser Angelo. Hast du Angst gehabt oder wolltest du dich nicht zu deinen Kumpels gesellen? Was stehst denn du hier so abseits, ha? Bist was Besseres, ha? Oder sind die nicht nett zu dir? Wirst du gemobbt? Ich sag mir Bescheid, wenn du gemobbt wirst, ne? Dann werden wir dagegen was unternehmen. Oh, da oben ist ein Lootstrahl. Ja, nee, ich gehe da nicht hin. Dann ist der Drache nachher weg. Das wäre doof. Das wäre so richtig doof. Das wäre dann so richtig Popokarte gezogen. Gut, also, ihr Lieben, wir haben jetzt lang genug aufgenommen. Wir sind jetzt wieder bei 35 Minuten. Wir haben festgestellt, warum das Imprinten nicht ging. Wann brauchst du eigentlich dein Imprint? Mal blöd gefragt. Ach, du hast noch 50 Minuten Zeit. Okay, also, wir haben jetzt rausgefunden, wie das mit dem Imprinten ging, da mit der Milch auf den Müll legen und dann mit E füttern, nicht ins Inventar, weil sonst funktioniert das gar nicht. Ich war da so ein bisschen dämlich. Ich stand da ein bisschen auf der Leitung. Kommt schon mal vor. Ja, und nächstes Mal sehen wir uns dann wieder, wenn es wieder heißt, Axe Scorched Earth im Solo. Ich werde ein bisschen im Off weiterspielen, dass die Drachen ein bisschen größer sind, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Damit wir dann auch mal hier ein bisschen unser Gehege bauen können und so weiter und so fort. Oder auch zum nächsten Imprint. Mal sehen. Wir werden sehen. Alles klar? Also macht's mal gut. Ciao, ciao.